Gegen Mexiko, immerhin schon das Viertelfinale, sah zunächst ein deutscher Spieler rot. Bertholz. Später in der zweiten Hälfte die zweite rote Karte. Diesmal gegen den Mexikaner Aguirre. Nach einem Foul an Matthäus. 0:0 nach 90 Minuten. Auch dieses Spiel wurde wie so manches andere bei dieser Weltmeisterschaft durch Elfmeterschießen entschieden. Schumacher! Und soll sich übereilen. Er wartet, als Girate diesen Anlauf verzögert. Oh, das ist vielleicht die Vorentscheidung, meine Damen und Herren. Jetzt schauen wir nochmal. Jetzt verzögert er. Raul Serin. Nochmal Schumacher! Nochmal Schumacher! Toni Schumacher jubelt und ein entsetzter Raul Serin. Lipaski. Behalt ihn erst. Ball ist im Netz. Die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland erreicht das Halbfinale. Meine Damen und Herren, wer hätte das nach der Vorrunde gedacht? Sie haben alle bravourös gekämpft, auch wenn Pierre Lipaski jetzt als der Held von Monterrey gelten wird. Der Mann, der eingewechselt wurde und der den entscheidenden Elfmeter verwandelt.